Freitag ist es Zeit für Community Time. Ich finde das Reingehen ins Bild mega. Nun gut, es ist Zeit für die Community Time und ich habe euch auf meinem Facebook-Profil gefragt, Leute, gebt mir mal Themen vor, zu denen ich meinen Senf abgeben soll. Da gab es einige Themen, die waren auch ganz spannend, aber ein Thema, was mega dominiert hat und deshalb gibt es jetzt in diesem Community Time Video wirklich nur dieses eine Thema, ist das Thema Homo-Ehe. Zu all euren anderen Themen habe ich ein Video gemacht auf dem Kanal von Joyce, ist verlinkt in der Infobox und nachher gibt es den Link auch nochmal hier im Video. Aber jetzt, die nächsten 6-7 Minuten, lasst uns bitte nur über die Homo-Ehe reden, die in dieser Woche in Irland endlich zugelassen wurde. Da hört man schon so ein bisschen meine Meinung raus und jetzt kommt eure Meinung. Michael hat gefragt, wie findest du es, dass es in mittlerweile 17 Staaten auf der Welt die absolute Gleichstellung in der Homo- und Hetero-Ehe gibt und sich in Deutschland nichts tut? Kommt es dir auch so vor, dass wir in vielen gesellschaftlichen Angelegenheiten mehr Schritte rückwärts als vorwärts machen? Nein. Micha, es kommt mir nicht vor, dass wir Schritte zurück machen. Aber ich habe das Gefühl, wir bleiben auf der Stelle stehen. Im Vergleich zu anderen Ländern, die da tatsächlich einen Schritt weiter sind. Ich persönlich finde es super, ich finde es gut, dass Menschen einfach alle die gleichen Rechte bekommen. Hier geht es eigentlich gar nicht um Homo-Ehe oder um Hetero-Ehe oder um whatever. Hier geht es darum, dass ein Mensch, der geboren wird, der sich nicht aussuchen kann und niemals wird, sondern dass einfach in ihm drin ist, wen er nun liebt, Mann, Frau oder whatever, dass dieser genau die gleichen Rechte hat wie ein anderer Mensch, der geboren wird. Denn wir suchen uns weder aus, wo wir geboren werden, von wem wir geboren werden und was wir sind. Das ist halt so. Und genau das ist das Recht zur Homo-Ehe. Und darum unterstütze ich das sehr. Aber es wurde viel diskutiert. Ich finde, dass Nadine auf meinem Profil das sehr, sehr gut zusammengefasst hat. Sie schreibt, Partnerschaft ist Partnerschaft. Wenn Homosexuelle die gleichen Pflichten wie Heterosexuelle haben, dann müssen sie auch die gleichen Rechte haben. Deutschland sollte sich Irland als Vorbild nehmen. Ich bin deiner Meinung, Nadine. Das ist genau das Richtige. Man zahlt als schwuler Mann, als lesbische Frau, als Bisexueller, whatever, zahlst du die gleichen Steuern, musst dich an die gleichen Regeln halten. Darfst aber nicht das machen, was andere dürfen, nämlich in einer Beziehung Kinder adoptieren. Du darfst zum Beispiel nicht gleichberechtigt heiraten. Es gibt immer noch Benachteiligungen auf anderen gesetzlichen Bereichen oder in anderen gesetzlichen Bereichen. Und das ist eigentlich nicht nachvollziehbar. Weshalb? Weshalb? Es gibt keinen Unterschied. Es sind keine Verbrecher. Es sind keine bösen Taten, die gemacht werden. Es geht hier um Liebe. Und das ist halt krass. Und da, finde ich, muss echt was gemacht werden. Und es kann einem inzwischen auch wirklich kein konservativer Politiker mal annähernd substanziell erklären, warum das richtig ist. Warum ist das richtig? Warum dürfen Männer nicht heiraten, die schwul sind, aber Männer, die heterosexuell sind? Warum? Dominik bringt etwas Feuer in die Diskussion und schreibt Homo-Ehe, weil das Thema mal wieder reaktiviert wurde. Ich persönlich habe nichts gegen Homosexualität, aber eine Hochzeit und Kinderadoption finde ich unpassend. Das ist halt der Nachteil, den man hat, wenn man eine biologisch unvorhergesehene Bindung eingeht. Puh, Dominik, das ist ganz interessant. Biologisch unvorhergesehen. Ich weiß es nicht. Da kann ich erstmal grundsätzlich nicht zustimmen. Weil, wie gesagt, biologisch unvorhergesehen, das Ding ist, man sucht es sich ja nicht aus. Ob man schwul ist oder lesbisch ist, ob man Männer oder Frauen liebt. Das heißt, wenn man zum Beispiel schwul ist und sich in einen Mann verliebt als Mann, dann ist das biologisch so vorhergesehen in dem Körper. Also kann ich mit dem biologisch nicht dafür vorhergesehen nicht mitgehen. Es ist nicht vorhergesehen seitens einiger Leute, die vor vielen, vielen hundert bis tausend Jahren Regeln gemacht haben. Zum Beispiel die katholische Kirche. Die hat die Regeln gemacht zur Hochzeit. Die haben das nicht so vorgesehen. Aber die katholische Kirche ist nicht die Biologie und erst recht nicht mein oder dein Körper. Dementsprechend wird doch echt diskutiert auf das, was du da rausgehauen hast. René schreibt zum Beispiel, was ist das denn für eine schwachsinnige Ansage? Unvorhergesehene biologische Bindung? Es ist egal, ob hetero, bi oder homo, jeder hat das Recht auf Gleichberechtigung. Und ganz ehrlich, eine Adoption zu verbieten ist genauso bescheuert, denn es gibt genug Kinder, die im Heim wohnen und sich eine Familie wünschen. Da spielt es keine Rolle, ob Mann, Frau, Frau, Mann oder whatever. Korrekt. Du hast absolut recht, René. Ich gehe da komplett mit. Es spielt keine Rolle. Es gibt genügend Kinder, die gerne in einer Familie wären. Und das Ding ist, da kann man auch wieder ganz anders ansetzen und sagen, es gibt auch viele Familien,
die Kinder adoptieren, deren einziger Vorteil in der Adoption angeblich das unterschiedliche Geschlecht ist. Ob deren Beziehung jetzt gut funktioniert, ob die vielleicht die ethisch-moralischen, vielleicht auch die finanziellen Voraussetzungen für die Adoption haben, wird natürlich auch geprüft. Aber es ist doch verrückt, dass wenn das alles gleich steht, wenn all diese ganzen Parameter einer Adoption gleich sind und, obendrauf kommt noch, vielleicht sogar besser wären bei dem Homopaar, dass sie es dann trotzdem nicht dürfen. Es ist absurd hoch 10. Und es kann halt einfach nicht so sein, meiner Meinung nach. Woraufhin Dominik wieder was schreibt. Ihr merkt schon, wir sind ja in einer mega Diskussion drin. Also Dominik schreibt, echauffiert sich erstmal darüber, dass René so ein bisschen ausgefallener schreibt. Fakt ist, Mann und Frau gehören zusammen. Wo ist da der Fakt? Die gehören genauso zusammen wie Mann und Mann, Frau und Frau. Das leben ja ganz, ganz viele Menschen. Da muss ich widersprechen, Dominik. Nein, es ist nicht Fakt. Es ist vielleicht in deiner Wahrnehmung Fakt. Es ist aber in der Wahrnehmung vieler anderer nicht Fakt. So. Alles, was mit Gesetz und Co. zu tun hat, hat der Mensch geschaffen und nicht die Natur. Und laut dieser ist halt Homo nicht möglich. Richtig. Aber die Natur, die kann man nicht ändern. Und das ist halt so. Hier ist, wenn jemand homosexuell ist, ist er homosexuell. Gesetze, die können wir als Menschen ändern. Die sind eben nicht naturgegeben. Und das ist der feine Unterschied. Die Natur, die erlaubt es uns. Die Natur erlaubt uns Homosexualität. Zu Recht. Die Gesetzeslage wiederum hat hier und da Probleme. Unrechterweise. Was soll der Quatsch also? Woraufhin du noch schreist, und nochmals, soll doch jeder machen, wie er will. Aber laut Christentum ist das nicht gestattet. Da braucht man nicht erwarten, dass die Kirche das feiert. Hochzeit ist halt aus Christentum und soll die aus der Religion austreten, selber Hochzeit machen. Da gebe ich dir total recht. Da bin ich auf deiner Seite, Dominik. Das ist tatsächlich so, die Ehe ist ein Konstrukt, die... ja, die Kirche geschaffen hat. Und die hat die Regeln dafür festgelegt. Und wenn man keinen Bock hat auf diese Regeln, dann ist das okay. Zu Recht. Aber wir reden hier auch gar nicht darüber, ob sich Mann-Mann, Frau-Frau in der Kirche trauen lassen. Ganz ehrlich, da würde ich mich auch nicht trauen lassen. Bei all den Skandalen, die die Kirche hingelegt hat, kommen wir gleich noch dazu. Sondern hier geht es darum, ob vor dem Gesetz im Standesamt die Ehe möglich ist. Und das ist ja auch nicht der Fall. Also soll die Kirche ihren eigenen Scheiß brüten, ist mir wirklich kackegal, was dieser Mistverein macht. Ich will, dass der Staat und das Gesetz es machen. Das ist der feine Unterschied. Was das Christentum macht, I don't care. So, an der Stelle mal gesagt. By the way, in Schweden zum Beispiel traut die evangelische Kirche in ihren Kirchengebäuden auch homosexuelle Pärchen, weil die einfach schon mal ein paar Jahre weiter sind. So, daraufhin noch ein Kommentar von Patrick, den ich sehr, sehr passend finde. Hat ja auch so einen kleinen Screenshot von einem Artikel im Spiegel gemacht, aber ich glaube, wir kennen das Zitat inzwischen alle. Was ist deine Meinung dazu? Fragt er mich. Unglaublich, ne? Homosexualität wäre mit der NS-Zeit gleichzusetzen, sagt die Kirche. Und noch viel schlimmer, die Homo-Ehe ist eine Niederlage für die Menschheit. Ich hatte bis heute keinen großen Glauben an die katholische Kirche. Bei all den Skandalen, die die machen. Was da passiert ist, ne? Ganz ehrlich, ich kann es nicht nachvollziehen, wie noch ein homosexueller Mensch Mitglied sein kann in der Kirche. Kann ich nicht. Eigentlich müssten ein Viertel der Priester und Mitarbeiter der Kirche austreten, wenn sie es konsequent nehmen würden. Weil auch in euren Reihen, liebe katholische Kirche, auch in euren Reihen, lieber Vatikan, gibt es Schwule und Lesben und bisexuelle Menschen. Kommt damit klar. That's the way it is. Ich finde diesen Kommentar, geht zu weit. Ich finde diese Aussage unfassbar diskriminierend und auch menschenverachtend und von einem Verein wie der Kirche, die die Nächstenliebe immer wieder predigen, erwarte ich sowas nicht. Der Ruf ist, obwohl, man kann eigentlich sagen, nach all den Skandalen, die es so gab, ne, ist der Ruf erstmal ruiniert, lebt es sich ungeniert? Es passt in diesem Fall. Abschließend sagt Michael noch was und das unterschreibe ich komplett in dieser ganzen Diskussion. Und danach könnt ihr gerne haten in den Kommentaren oder auch mir recht geben. Michael schreibt, ich bin schwul, aber ich will nicht heiraten. Aber ich bin dafür, dass andere mit gleichem Geschlecht, ich spreche nicht nur von Männern, sondern natürlich auch Frauen, heiraten dürfen. Und damit auch, wie andere Ehen, auch Verantwortung für Kinder und andere wichtige Sachen haben. Und ich bin dafür, dass nicht die Politik dies alleine beschließt, sondern endlich auch wir, der mündige Bürger. Michael, du hast meine Unterschrift. Ich sag dazu ja. Ich bin gespannt auf eure Meinung. Was sagt ihr zur Homo-Ehe? Gebt ihr dem Dominik recht oder eher dem René? Oder seht ihr es zum Beispiel wie Michael, der sagt, ich will nicht heiraten, aber ich finde, das Recht sollte bestehen.
Es sollte keine Unterschiede geben unter uns Menschen. Dann packt es in die Kommentare, ich bin sehr gespannt darauf. Ansonsten, nicht vergessen, hier oben könnt ihr meinen Kanal abonnieren, dann verpasst ihr kein Video mehr. Und hier unten gibt es ein paar schöne Vlogs. Hier war ich auf dem Kiss Cup und hier unter anderem habe ich ein Musikvideo gedreht mit Marla Blumblatt. So, und jetzt knallt die Kommentare voll. Ich bin wirklich echt gespannt auf eure Meinung. Ich hoffe, dass wir diese Diskussion noch irgendwie zu einem Ende führen können. Jetzt hier.